0800 220 5050. So, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind ein bisschen zu spät. Bitten, das zu entschuldigen. Ich freue mich aber, dass ihr da seid. Wir haben Mittwoch und Mittwoch ist ja bekanntlich bei uns hier eine freie Themennacht. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was, dann meldet euch hier bei uns unter unserer kostenfreien Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Mein erster Anruf heute Nacht heißt Jan. Und Jan ist 19 Jahre alt. Hallo Jan. Hi Domian. Jan, was ist dein Thema? Weswegen rufst du an? Also mein Thema ist, dass ich mit einer Muslimin zusammen bin, seit 2 Jahren jetzt. Ja, die Eltern da nichts von wissen. Und ja, das ihre Eltern wissen davon nichts? Nein, ihre Eltern. Deine Eltern wissen es schon? Ja, ich bin Deutscher, ja. Von daher. Naja, gut, aber... Ja, gut, nein, aber das gibt keine Probleme von meiner Seite aus. Nee. Wie alt ist sie? Also sie ist wird jetzt 17. Also bei ihr ist das ein bisschen kompliziert, weil eigentlich ist sie älter, als sie nach Deutschland gekommen sind, da, also die haben ja da, wo sie herkommt, also das wäre mir ganz lieb, dass ich das nicht sage, weil das Problem ist, wenn jetzt jemand von ihren Landsleuten das mitkriegen kann. Okay, du musst es ja gar nicht so detailgenau erzählen, also nur die mal, grobe Geschichte erstmal. Aus dem Mittleren Osten. Okay. Und ihr seid jetzt 2 Jahre heimlich zusammen. Ja, genau. Das heißt, ihre Familie, die gesamte Familie weiß gar nichts. Nee, gar nichts. Also, weil, wenn die Familie es wüsste, was wäre dann? Ja, dann würde sie, also dann würde sie erstmal komplett abgeschottet werden. Also zwangsverheiratet, das weiß ich jetzt nicht, glaube ich nicht, aber weil die Eltern, sag ich mal, sind so recht liberal noch für diese Landsmannschaft, sag ich mal. Ja, ja. Aber die würde auf jeden Fall krass abgeschottet werden, dürfte nichts mehr machen, dürfte nicht mehr raus und mir würde auch irgendwas zustoßen, denke ich mal. Also so heftig ist es. Ja, ist schon recht heftig, ja. Erzähl mal weiter. Jo, es ist eben, also ich muss sagen, ihre große Schwester, die weiß davon. Und eben die kleinste Schwester, aber die kleinste Schwester, die ist jetzt gerade erst 2, also die hatte ich auch schon ein paar Mal gesehen, zu Gesicht gekommen und auch schon ein paar Mal auf dem Arm gehabt. So. Aber die große Schwester, wie alt ist die? Oh, die ist so an die, ja, weiß ich gar nicht, so Anfang 20 ist sie. Und die weiß das und ihr seid auch sicher, dass sie nichts weiter sagt, den anderen Verwandten? Ja, da sind wir ganz sicher, ja, auf jeden Fall. Seit 2 Jahren geht das so. Stelle ich mir sehr anstrengend und sehr stressig vor. Oh ja, das ist es. Deswegen, wir haben auch zeitweise echt dollen Stress, weil wenn der Druck, sag ich mal, so von außen kommt, dann ist es immer so, dass man, ja, das überträgt sich dann aufs Innere, ne? Ja, klar. Hat man da nicht Angst, irgendwie ganz unbefangen auf der Straße zu gehen, weil man vielleicht beobachtet werden könnte von irgendeinem Bekannten der Familie oder von jemandem aus der Familie selbst? Ja, klar, das ist eigentlich ohne so weiteres, da wo ich herkomme, jetzt nicht möglich. Also ich lebe so am Rand einer deutschen Großstadt. Ja. Und ja, schon so ein bisschen am Rand eben, ne? Ja. Und sie wohnt jetzt im Nachbarort, 5 Kilometer entfernt, aber das geht da auf keinen Fall, im Nachbarort. Hier geht es nur begrenzt, sag ich mal. Wo trefft ihr euch denn dann? Bei dir zu Hause? Ja, also ich hole sie dann meistens ab oder wir fahren dann meistens in die Stadt oder so, wo wir uns relativ sicher sind, dass wir da recht anonym sind. Und was erzählt sie zu Hause, wo sie ist, wenn ihr beide euch trefft? Ja, die lügt eben. Also, ja, was lügt sie? Ja, sagt, sie wäre bei Freundinnen und das ist eben auch das, was die so belastet, ne? Ja. Die im Prinzip versteckt spielt. Ne? Habt ihr Sex miteinander? Ja, nein, also das ist komplett sowas nicht. Überhaupt nicht? Nein. Oh, das ist natürlich auch schon eine ungewöhnliche Sache, sag ich mal, wenn so ganz junge Leute wie ihr zusammen seid. Ja. 2 Jahre, wie weit geht es? Küssen, ja? Ja, küssen, klar, normal, ne? Aber so, ich sag mal, alles so sexuell ist eigentlich nicht, das haben wir uns auch so vorgenommen. Also, das ist ja auch ganz wichtig, das ist ja auch ganz heilig, das. Also nicht mal so die Petting-Schiene, das läuft auch nicht so richtig. Nee. Also im Prinzip nur rumknutschen. Mhm. Hältst du das denn aus? Ja, doch, eigentlich. Ja? Ja, wenn man ein bisschen diszipliniert ist, dann geht das doch. Naja gut, da muss man schon sehr diszipliniert sein und das ist ein Zeichen, finde ich, auch von großer Liebe, dass du sagst, okay, ich habe die Frau so gerne, ich nehme das in Kauf, halt auf Sex zu verzichten. Was ist genau der Grund, weswegen du mich angerufen hast? Ja, generell, also ich wollte generell mal so, ich weiß so, es gibt so, dass jetzt bestimmt auch Leute zuhören, die genau die gleichen Geschichten haben. Viele, bestimmt. Diese Geschichten gibt es wie Sand am Meer. Ja, es gibt immer mehr davon. So, weiß nicht, und ich wollte einfach so den Leuten da draußen sagen, die jetzt vielleicht zuhören, dass es doch einigermaßen möglich ist. Mhm. Generell. Und auch vor allen Dingen so, wenn man am Anfang steht. Und
ist ja das Problem, denke ich. Wie geht das weiter? Wie stellst du dir die Zukunft vor? Nein, also wir haben das schon so geplant, dass wir das auf jeden Fall irgendwann mal offiziell machen. Ah. Auf jeden Fall. Also da geht auch gar kein Weg dran vorbei. Und was welche Konsequenzen hätte das dann für Sie? Also ich sag mal so, Ihre Eltern sind relativ liberal. Mhm. Und entweder sie akzeptieren mich oder sie akzeptieren mich nicht, ne? Das ist. Aber das könnte ja unter Umständen bedeuten, dass das Mädel aus der Familie ausgestoßen wird. Im schlimmsten Fall ja, aber gehe ich nicht von aus, weil ich habe auch vor, sag ich mal, so deren Kultur und Glauben auch so weit anzunehmen. Mhm. Du wärst bereit, habe ich das richtig verstanden, auch den Glauben anzunehmen? Ja, zum Islam zu übertreten. Ah, ja. Aber das sind ja schon große, große Überlegungen, die du da anstrebst. Ja, klar. Würdest du das denn aus Überzeugung machen? Hast du dich mit dem Islam beschäftigt? Ja, ich habe mich auch im Vorhinein schon damit beschäftigt, so. Und also es ist generell so, ich fühle mich eigentlich nicht so als Deutscher, sondern vielmehr eigentlich so als, sag ich mal, Ausländer oder so. Ich esse auch kein Schweinefleisch, ich trinke keinen Alkohol, ich weiß nicht, so mein Freundeskreis und meine besten Kumpels sind auch so, sag ich mal, alles so Ausländer, so mit teilweise Migranten im Hintergrund, und mit denen komme ich eigentlich am besten klar, so. Mhm. Weil auf die kann ich immer zählen eigentlich, wenn es darauf ankommt. Habe ich so das Gefühl. Also jetzt nicht, dass es bei Deutschen grundsätzlich nicht so der Fall wäre, aber einfach die verstehen mich. Wie wäre das denn? Deine Freundin kann das ja wahrscheinlich besser einschätzen. Nehmen wir mal an, du würdest konvergieren, du würdest zum Islam übertreten. Du bist aber nach wie vor ein deutscher Junge. Ja. Würde die Familie dir dann wohlgesonnener sein? Also, ich weiß das von Leuten, die übergetreten sind, dass eigentlich innerhalb der islamischen Gemeinde Leute, die übertreten, unheimlich, also ein recht großes Ansehen haben. Ach so, ja. Also, ich denke schon. Ich finde so wichtig bei diesem Übertreten, egal wohin, ob man nun in eine christliche Kirche eintritt, Christ wird oder Moslem wird oder Jude wird, was weiß ich, finde ich, dass man wirklich tief davon überzeugt sein muss. Und vorhergehen sollte wirklich eine sehr intensive Beschäftigung mit dieser Lehre. Ja, ja, das, denn das sollte man nicht leichtfertig machen. Nein, das stimmt schon. Da habe ich mir auch große Gedanken drüber gemacht, und das ist ihr auch sehr, sehr wichtig, dass es nicht einfach so passiert, sondern dass das wirklich, wie sie sagt, immer aus Herzen passiert. Ja, genau. Und bist du denn bisher ein gläubiger Mensch? Bist du im christlichen Sinne ein gläubiger Mensch? Im christlichen Sinne nicht, aber so eigentlich schon immer recht gläubig gewesen. Was heißt denn? So in meiner Prägung auch so. Aber was heißt so gläubig? Und was glaubst du? Ja, natürlich an Gott, glaube ich, klar, auf jeden Fall so. Aber ich habe auch viel in der Bibel gelesen und so, weil es mich auch einfach interessiert hat. Mhm. Aber ich habe auch schon im Koran gelesen. So, ja. Also insofern bin ich gläubig. Ja. Doch schon. Dir ist natürlich klar, dass du dann in ein festes System hineingehst. Ja, klar. So wie du in einem festen System wärst, wenn du sagst, ich werde jetzt Christ. Ja. Und damit muss man sich natürlich auch auseinandersetzen. Will man das? Wie steht man all diesen Regeln und auch den Glaubensgrundsätzen gegenüber? Mhm. Findet man das richtig? Findet man das gut? Ist einem das vielleicht zu eng? Oder auch nicht? Also, ich plädiere nur dafür, ich will dir das weiß Gott nicht ausreden. Weiß Gott nicht. Dafür habe ich viel zu viel Respekt vor Leuten, die gläubig sind, egal welchen Glauben sie haben. Aber man muss es wirklich nicht aus einer Euphorie heraus tun, sondern man muss es wirklich fühlen auch. Ja, klar. Also das wäre generell auch so, ich überlege mir das natürlich auch noch ganz, ganz gründlich. Weil das ist, sag ich mal, eine Entscheidung, die mich ja mein ganzes Leben lang prägen wird. Wahrscheinlich, unter Umständen, ja. Ja. Wie ist denn so dein Zeitplan? Du bist jetzt erst 19 Jahre alt, ihr beiden seid wiederum schon 2 Jahre zusammen. Ja. Wie denkst du dir das? Wann soll das irgendwie passieren? Es kommt drauf an. Also momentan, ich hoffe erstmal, dass wir so die nächste Zeit erstmal so durchstehen. Ja. Weil momentan ist das echt sehr stressig, weil Druck von außen, und dann hat einer ihrer Landsmänner hat uns mal gesehen gehabt und geredet dann. Und dann kam das schon so halb raus. Und das war dann, ein bisschen stressig, weil die Eltern dann Verdacht geschöpft hatten. Und Aber provoziert dich das denn nicht? Ich meine, da hört doch dann auch die Toleranz anderen Kulturen gegenüber auf, wenn man auf so etwas, auf so Reaktionen stößt. Ja, du fragst jetzt, ob mich das provoziert. Ja, also mich würde es provozieren. Ich habe da auch keine Toleranz für. Also was mich provoziert hat, war eigentlich der Kerl, der da geredet hat, und dem bin ich auch da sehr böse für. Mhm.
Und das weiß Dauer auch. Naja, aber so ansonsten, ich meine, ich kann die Eltern verstehen. Sie kommen nun mal aus einem anderen Kulturkreis, aus einem. Das ist einfach komplett anders. Mhm. Also ich kann sie verstehen. Mhm. Also, ein sehr, sehr aufgeschlossener junger Mann bist du, ja, der unter Umständen dann einen sehr ungewöhnlichen, vielleicht dann auch für sich sehr schwierigen Weg geht. Ja, klar. Wie ist denn das, das würde wirklich dann für euch bedeuten, dass ihr auch keinen Sex habt, bevor ihr nicht eventuell dann irgendwann verheiratet seid? Ah, das ist so eine Sache, das weiß ich nicht. So keine Ahnung. Ich will mich da auch nicht so festlegen unbedingt. Ja. Aber ich sag mal so, ich lasse das einfach so auf mich zukommen. Mhm. So. Weil, bist aber deine Freundin absolut treu? Ja. Oder gibt's meine Freundin auf jeden Fall. Definitiv. Also da gibt's gar nichts. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Das, ich meine, vorher, ich war vorher schon mit Deutschen zusammen, da war ich nicht. Aber bei ihr ist das auf jeden Fall so der Fall. Das klingt wirklich nach sehr großer Liebe. Ja, das ist muss ich sagen. Und aus großer Liebe resultieren auch oftmals große und ungewöhnliche Schritte. Ja. Und wenn das dann so sein soll bei dir, finde ich das auch sehr richtig und sehr gut. Und würde dir oder möchte dir auf jeden Fall Glück dafür wünschen und ja, dass du die richtigen Schritte auch dann tust. Für dich und für dein Leben und auch natürlich für deine Freundin und eure Beziehung. Alles klar. Lieber Jan, alles Gute wünsche ich dir. Schönen Gruß an deine Freundin. Ich wollte sagen, du hast echt eine super coole Sendung. Ich finde das echt richtig cool, weil man lernt echt was über das Leben so und über andere Bereiche und so. Also ich höre es oft, vor allem jetzt, wenn ich so frei habe. Sehr nett, dass du sagst. Ja. Danke, Jan. Okay, alles Gute. Gute. Tschüss. Ciao. Weiter geht's mit mit dem Sascha. Sascha ist 18. Guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo, Sascha. Was ist dein Thema? Erstmal einen fetten Respekt an den Anrufer vor mir. Mhm. Das ist echt Liebe. Ja. Und das, worüber ich mit dir reden will, dreht sich teilweise auch um dieses. Es geht nämlich um Folgendes. Ich bin vor 3 Monaten aus der rechten Szene ausgestiegen. Mhm. Was heißt rechte Szene? Neonazi, Skinheads, wie man es bezeichnen will. Also sehr harte Szene? Ich gehöre zu einer Organisation, deren Namen ich hier nicht nennen kann, ja, aus Grund einfach der Panik entdeckt zu werden. Verstehe, musst du dann aber nicht nennen. Ja. Aber das war schon eine sehr, ich sag mal, eine krasse Organisation. Es war keine nationale Organisation, wie man sie hier teilweise in Deutschland kennt, es war eine radikale Organisation. Eine radikale internationale nationalsozialistische Organisation. Keine nationalsozialistische, eine Organisation, die dafür gekämpft hat, dass es nur noch die weiße Rasse gibt, in deren Sinn. Ah ja. Hm. Wie lange warst du dabei? Ich bin bei Familienangehörigen aufgewachsen, die den Krieg selber mitgemacht haben. Mhm. Mein Opa war damals in Stalingrad, 6. Armee. Mhm. Und er dachte bis zu seinem Tod genauso wie damals. Ach, das heißt, du bist da rein erzogen worden? Ja. Du bist in neonazistisches Denken hineingewachsen? Richtig. Die Familie war vorwiegend um dich herum, hat so gedacht? Nein, mit meiner anderen Familie hatte ich nichts zu tun, außer bei diesen Familienangehörigen, wo ich aufgewachsen bin. Ach so. Mhm. Ich muss dazu sagen, es war eine sehr schöne Kindheit. Ich habe auch viel Anstand und Benehmen gelernt dort. Ja, ich muss jetzt nochmal fragen, bist du jetzt bei deinem Großvater aufgewachsen? Ja. Und die Großmutter war auch so drauf? Meine Oma war ein Trümmermädchen und die hatte auch diese angestaute Wut und diesen Hass auf diese Immigranten und Menschen, die dieses Land in ihren Augen kaputt gemacht haben. Mhm. Also Erziehung von Oma und Opa in diesem Sinne. Richtig. Mhm. Aber dennoch, die beiden haben dich gut behandelt, als Menschen, als Jungen, ja, als Enkel haben die dich gut behandelt, haben dich aber fatalerweise in diese Ideologie hineingezogen. Ja, genau. Ich habe nämlich sehr viel über den Führer gelernt. In der Wohnung hingen auch Hakenkreuz, waren Führerbilder. Echt? Das hing in der Wohnung? Ja, auch die Uniform und das Gewehr von meinem Opa stand immer neben der Haustür. Hm. Da kann aber nicht viel Besuch bei euch gewesen sein, wenn... Nee, wir hatten halt nur mit den... Ich komme aus einem ziemlich kleinen Dorf damals. Und da hatten wir halt nicht viele Leute, die wir da gekannt haben, außer halt die Leute, die dazugehört haben. Weil die genauso getickt haben. Mhm. Genau. Wie alt warst du, als du dich dieser Organisation, von der du gerade angedeutet hast, angeschlossen hast? Also die Leute kenne ich schon
wäre ich dann mit denen groß geworden, weil wie gesagt auf dem Dorf so, diese Organisation angeschlossen habe ich mich mit 13, 14. Mhm. Mhm. Die hatten dann auch wieder oben Kontakt zu deinem Opa und dadurch kam, seid ihr genau. Echt, ja. Also Was hast du in dieser Organisation, in dieser rechten Kampforganisation, wenn ich das so sagen darf, was hast du da getan? Das war eine sogenannte Eliteeinheit mit Sitzen in ganz Europa, in jeder Stadt, wie man es nennen will. Auf jeden Fall haben wir sogenannte Säuberungsaktionen vollzogen, das heißt so viel wie größere Ausländertreffs angezündet, gestürmt, also das heißt reingerannt, Ausländer verprügelt. Wurden Ausländer verprügelt oder gab es noch schlimmere Sachen? Wurden Menschen auch umgebracht? Unter sogenannten Verrätern habe ich von ehemaligen Kameraden gehört. Verräter sind die Leute, die aussteigen, wie ich jetzt zum Beispiel mit meiner Freundin. Das sind einfach die Leute, mit denen dann härter umgegangen wird. Noch härter als mit dem Feind in deren Augen, also noch härter als mit Ausländern, wird mit dem Verräter umgegangen. Ja, das ist nichts Schlimmeres als Vaterland. Das heißt, du bist jetzt seit 3 Monaten ausgestiegen und hast Angst um Leib und Leben. Ja, um das Leib und Leben von uns dreien. Wer ist drei? Meine Freundin, mein Sohn und ich. Ach so, es gibt einen Sohn schon. Ja. Wie alt ist der Sohn? Der ist jetzt 1,5. Aber viele Kameraden in dem Sinne, meine ehemaligen Leute, wissen nichts von denen, außer meine engsten Vertrauten. Hast du dich, bist du umgezogen? Bist du irgendwie untergetaucht? Ich bin zweimal umgezogen und bin jetzt, wie man so schön sagt, unter den Feind geraten. Was heißt das? Ich bin jetzt in ein Viertel gezogen, wo diese Leute sich ein Bein abbrechen, bevor sie da reingehen. Aha, in Städte? Ja, also ich wohne immer noch in der gleichen Stadt, aber es ist halt ein Viertel, wo diese Leute auf keinen Fall hingehen. Also, wo sehr viele Ausländer leben oder die Menschen, die von deinen ehemaligen Kameraden gehasst werden? Also, in dem Viertel, wo ich jetzt wohne, leben ausschließlich Immigranten, bis auf ein, zwei Ausnahmen. Ja. Wie kam es dazu, dass du, wenn du so, ich sag mal, Gehirn gewaschen wurdest von deinen Großeltern, wie kam es dazu, dass du dann vor 3 Monaten ausgestiegen bist? Das Zauberwort heißt Liebe. Bitte? Das Zauberwort heißt Liebe. Ah, deine Freundin? Meine Freundin kommt aus der Hooligan-Szene vom FC Schalke. Mhm. Und wir hatten uns auf einer Demonstration kennengelernt. Mhm. Auf einer Neonazi-Demonstration und sind da ins Gespräch gekommen letztes Jahr. Ja. Haben uns dann des Öfteren getroffen. Ja. Haben dann auch beschlossen, eine gemeinsame Zukunft aufzubauen zusammen. Ja. Nun ist die Hooligan-Szene ja auch nicht ohne. Nee, da gibt es auch wieder gravierende Unterschiede. Definitiv, ja. Heißt das, dass deine Freundin das komplett abgelehnt hat, was du vorher warst? Nein, es gibt normale Hools, also in dem Sinne normale Hools, und es gibt politische Hools, die auch was gegen Ausländer haben. Ja, und deine Freundin war oder ist? Die gehörte so zu den politischen Hools. Achso, dann passtet ihr doch eigentlich zusammen. Ja, nur wir beide haben gesagt, wir beide sind jetzt in einem Alter, wo man vernünftiger wird und wo man auch mal lernt, alleine zu denken, was den Leuten überhaupt nicht passt. Ach, das ist ja interessant. Da sind zwei, wie alt, deine Freundin ist wie alt? 18. 18, du bist auch 18, ja. Und ihr beide seid eigentlich so die gleiche geistige Ausrichtung gewesen. Ja. Kommt zusammen, verliebt euch ineinander und sagt, irgendwie ist das nicht, wir müssen mal drüber nachdenken, was wir gemacht haben bisher. Genau, weil das finde ich aber sehr spektakulär, Sascha, muss ich dir sagen. Aber Hut ab. Wir hatten auch schon vor unserer jetzigen Beziehung Pläne zusammenzukommen und halt auch eine Familie zu gründen und die Gefahren, die halt damit verbunden sind, das innerlich zu bewegen durch den Staat, durch andere Gruppen, durch Linksaktivisten, die wollten wir einfach nicht eingehen wegen unserer geplanten Kinder. Mhm. Ist es denn jetzt so, dass ihr eine komplette Wende genommen habt in eurem Denken? Bist du quasi vom Rechten zum Linken jetzt geworden? Oder würdest du dich in der Mitte ein... Warte mal, meine Verbindung ist gerade schlecht. Ich kann dich gut hören. Hallo? Hallo? Ja, ich kann dich sehr gut hören. Ja, ich dich jetzt auch wieder. Ja, also meine Frage war gewesen, ob du vom Rechten, sehr Rechten, jetzt zum Linken geworden bist. Oder wo würdest du dich einreihen? Auf keinen Fall. Nein, es war so, es gab in unserer Gruppe einigen Leuten, denen wir hundertprozentig vertrauen können, immer noch. Und diese Leute haben wir in unsere Pläne eingeweiht. Meine damaligen Kameraden, Redelsführer, Befehlshaber in dem Sinne,
wussten nichts von dieser Frau, also von diesem Mädchen. Mhm. Und ich habe es halt nur meinen engsten Vertrauten erzählt. Und die haben dann gesagt, klasse, du passt deinen Hintern auf in dem Sinne so, dass sie dich nicht ummieten. Mhm. Aber meine Frage war gerade gewesen, ob du, wie du dich politisch jetzt ansiedelst. Bist du jetzt ein Linker oder bist du eher in der Mitte? Mir ist Politik scheißegal. Mhm. Ich sag mal so, es ist noch viel hängen geblieben von früher, aber politisch engagiere ich mich überhaupt nicht mehr. Ja. Weil ich will jetzt einfach noch mal eine Ruhe haben am Leben. Deine Familie, dich um deine Familie kümmern. Hast du eine Arbeit? Oder? Kann ich nicht, ist im Moment viel zu gefährlich. Viel zu gefährlich. Mhm. Die Leute sitzen halt in jedem Stadtteil. Nun gibt es ja, ich weiß nicht, ob du das weißt, wahrscheinlich wirst du es wissen. Ja, Ausstiegsprogramme. Genau. Und hast du dich damit beschäftigt schon? Früher, wie ich noch aktiv war, ja. Hatten wir Informanten bei der Kriminalpolizei, bei den sogenannten Exit-Programmen. Mhm. Und diese Informanten haben uns dann Namen und Adressen geliefert. Ach so, die haben dann einen Rest gemacht. Verstehe. Das heißt, du hast Angst, dich mit diesen Leuten in Verbindung zu setzen, weil du verraten werden könntest. Weil ich verraten werde. Weil du verraten wirst, du bist sicher. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Also, mhm. Egal aus welcher Gruppe man kommt. Was war deine Motivation, hier anzurufen? Einfach um deinen Zuhörern mitzuteilen, wie es in dieser Szene abgeht. Mhm. Vor allem das Erschrecken, dass die NPD, diese sogenannte Rechtspartei, jetzt wieder irgendwo im Landtag sitzt. Mhm. Das ist nicht gerade zu knapp. Mhm. Will ich einfach eine Warnung an alle Leute ausstoßen und an die Leute appellieren, die sich in diesen Szenen befinden. Mhm. Darf ich ein paar Worte sagen? Ja, bitte, klar. Kameraden, das hört sich jetzt total behindert an, ich weiß, aber Hass ist keine Lösung. Und diese Gewalt, die ihr täglich ausübt, womit ihr teilweise groß geworden seid, der Hass, der sich bei euch angestaut hat, Leute. Ey, das ist scheiße, ist das? Ihr wollt doch später mal eine Familie haben, ihr wollt mal glücklich sein, ihr wollt das erreichen, was eure Großväter erreicht haben, was eure Eltern erreicht haben. Auch wenn man eure Eltern teilweise nicht als Vorbild nehmen kann. Aber steckt euch Ziele, baut eine Familie auf, setzt euch auf den Arsch und tretet diese Leute einfach in den Hintern. Mhm. Bringt sie nicht. Es führt sie nicht. Sascha, ich finde das sehr bemerkenswert, was du gesagt hast und auch was du getan hast. Ich finde das ausgesprochen bemerkenswert, weil du wirklich um deine Sicherheit, um deine Gesundheit und gar um dein Leben bangen musst. Ach, dafür habe ich gute Vorkehrungen getroffen. Mhm. Also, ich bin etwas ratlos, muss ich ja sagen, und auch etwas zornig darüber, dass wir als Gesellschaft dir offensichtlich keine direkte Hilfe jetzt anbieten können, wenn du hast es ja gerade gesagt, dass du Angst davor hast. Mhm. Dennoch bin ich gespannt, was es für Reaktionen gibt auf dieses Gespräch. Vielleicht können wir ja in Kontakt bleiben. Sagen wir das mal so ganz neutral. Ja, ich wollte dich noch fragen wegen einem Autogramm. Ja. Vielleicht dann zukommen lassen könnte. Natürlich, sehr gerne. So, jetzt wünsche ich dir und deiner Familie wirklich alles Glück der Welt. Und ich möchte das Ganze noch nicht so ganz loslassen, aber auch nicht weiter jetzt in der Öffentlichkeit darüber sprechen. Das heißt, du wirst von uns hören und wir werden in irgendeiner Weise in Kontakt sein. Okay. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Ja, nochmal super, dass du die Sendung machst. Du hilfst sehr vielen Leuten damit. Danke, Sascha. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. So, Freunde, 0800 220 5050, das ist unsere Telefonnummer. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, egal über was, dann meldet euch unter dieser Nummer, das ist eine kostenfreie Nummer, oder mailt uns unter domian@wdr.de. Jetzt bin ich verbunden mit der Mandy. Und Mandy ist 19 Jahre alt. Hallo Mandy. Hallo. Hallo. Du klingst aber traurig. Ja, oder? Ein bisschen. Was ist los, Mandy? Bei mir geht es darum, du hattest vor ein paar Tagen mal das Thema, wie ich lebe, wie keiner. Mhm. Das war den Vorgänger auch so ein bisschen beschäftigt. Mhm. Ich bin aus einer satanistischen Gruppe ausgestiegen. Aus einer satanistischen Gruppe? Ja. Wann bist du ausgestiegen? Das war vor circa anderthalb Jahren. Anderthalb Jahren. Mitte Juni 2005 war das. Ja. Ist das in diesen Kreisen auch so gefährlich wie das, was Sascha gerade erzählt hat? Stellen diese Leute dir auch nach? Hast du Angst? Ja, doch. Musst du dich auch verstecken? Ja, das heißt, muss ich mich verstecken? Also ich verstecke mich ja nicht wirklich, aber ich traue mich kaum aus dem Haus, ich gehe kaum vor die Tür oder...
Gab es denn schon Vorfälle, Zwischenfälle, dass jemand dir etwas hat antun wollen? Also mir wird öfter gedroht, dass eben halt, wenn ich nicht zurückkomme, dass dann irgendwas passiert oder eben halt, dass ich damals das Gelübde abgelegt habe, eben halt mich dieser Gruppe anzuschließen und gesagt ist gesagt und getan ist getan. Und wie alt warst du, als du dieses Gelübde abgelegt hast, also zu den Leuten gestoßen bist? Wie alt warst du? Da war ich 15. 15. Wie kam der Kontakt zustande? Ja, durch eine Freundin eben halt habe ich mich ziemlich früh dafür interessiert, so für die Szene, die Musik, die Kleidung und so, und bin dann eigentlich dadurch immer weiter reingerutscht. Ja. Was heißt das, Mitglied einer oder dieser satanistischen Sekte gewesen zu sein, in der du warst? Was habt ihr da gemacht? Ja, was heißt das? Das heißt Druck pur, also... Wie bitte? Das heißt im Grunde genommen Druck pur. Es wird so viel Druck ausgeübt, dass du so eingeschüchtert wirst, dass du alles das tust, was sie sagen. Was wollen die denn? Was soll man tun? Ja, es wurden mehrere Rituale gemacht, wo eben halt Opferungen dargestellt wurden durch selbstverletzendes Verhalten oder andere sich eben halt selbstverletzt haben. Und solche Sachen eben. Dann wurden Predigten gehalten darüber, über eben halt den sogenannten Fürst der Finsternis und... Fürst der Finsternis, den Satan. Ja. Also, alles, was mit Gott zu tun hatte, wurde irgendwo verabscheut und niedergetreten. Ihr habt das so in einer Gruppe gemacht. Wie viele Leute wart ihr da? Also insgesamt waren es 28 in drei einzelne Gruppen unterteilt. Und waren das eher junge Leute oder ganz gemischt? Das war gemischt. Also der Jüngste war, glaube ich, wo ich aufgetreten war, 17. 16, 17 so um den Dreh und der Älteste, glaube ich, so um die 28. Ist das, kann man sich das vorstellen, wirklich wie so eine Geheimorganisation, dass diese Gruppierungen überall in Deutschland ihre Mitglieder haben, dass es geheime Treffen gibt und so weiter? Auf jeden Fall. Also ich habe am Anfang lediglich Gottesdienst gekriegt, bevor ich überhaupt eingetreten bin. Ja. Da wusste ich noch gar nichts von den Ritualen, von den Festen, die feiern und so. Und das kam alles erst so im Nachhinein. Was ist das höchste Fest, was diese Satanisten feiern? Ja, das sind Opfergaben. Also es gibt nicht einen Tag im Jahr, der nur besonders wichtig ist, sondern mehrere, oder wie? Ja, es sind mehrere Tage da. Oder eben halt an christlichen Tagen, wo die Christen am Feiern sind, werden Rituale dagegen gehalten, die das wieder zunichte machen sollen. Oder werden Geister gerufen, die das eben halt unterstützen sollen und solche Sachen. Was ist das Ziel dieser satanistischen Sekte? Was wollen die? Ja, das habe ich mich am Anfang auch gefragt und mittlerweile weiß ich, es ist eigentlich nur Einschüchterung und irgendwo Besitz ergreifen. Ist das Ziel, dass die immer mehr Leute ködern wollen? Oder wollen... Ja, also immer mehr Leute von dem Glauben von Gott abzubringen. Also alles, was mit Gott zu tun hat, zunichte zu machen. Wirken? Zu sagen, dass es zwar Gott gibt, aber dass Gott schlecht ist, im Grunde genommen für die Menschen. Also würdest du sagen, das ist eine reine religiöse, in Anführungszeichen, religiöse Vereinigung? Oder haben die auch gesellschaftliche Ziele? Wollen die in unserer Gesellschaft etwas bewirken? Ja, also Chaos anrichten ohne Ende, also Leute verängstigen. Also die stehen unserem Land und unserem politischen System auch kritisch oder ablehnend gegenüber? Ja. Aber du weißt du, was sie wollen? Was wollen sie für eine Welt? Ja, im Grunde genommen eine Welt, wo nur dunkle Mächte regieren, wo kein Licht mehr ist. Einige Feste, woran ich mich erinnern kann, da waren die Räume so dunkel, da hat man bald die Hand vor Augen nicht gesehen. Da brannten wirklich nur ein ganz paar Kerzen, dass so ein leichter Schimmer nur war. Und da wurden dann eben halt auch Sachen gesagt, wie dass der Tod eben halt oder durch Satan die Erlösung des Todes irgendwo dargestellt wird und nicht durch Gott. Also komplett gegen die Religion. Ja. Sind bei diesen Mitgliedern auch Leute, die, von denen du wusstest, dass die sogar vielleicht gesellschaftlich sehr angesehene Leute sind und aber so ein geheimes Leben in dieser satanistischen Sekte führen? Ja, also ich habe da heute noch Probleme mit. Ich traue mich schon kaum noch vor die Tür, weil ich Angst habe,
wenn ich mit irgendjemandem in Kontakt trete oder so, den ich gar nicht kenne, dass es vielleicht einer ist, der dazugehört. Man kann die Leute teilweise einfach nicht unterscheiden. Du hast gerade von Ritualen gesprochen. Musstest du solche Rituale auch machen? Ja. Also selbstverletzende Sachen, Blut, man liest das ja immer, dass irgendwie Blut fließt. Und also es wird nicht gesagt, dass man es machen muss, aber wenn man in so einem Kreis drin ist und in so einem Ritual dann mit eingeführt wird und sich das dann anguckt und dann die Blicke empfängt von den Leuten, die ihm halt sagen, du musst jetzt dein Opfer bringen, und du dich dagegen sprichst, du traust es dich gar nicht mehr, weil... Spielt Sexualität eine Rolle? Muss man sexuell etwas tun bei diesen Ritualen? Einige haben es gemacht, aber... Hast du es auch gemacht? Nee, das hat mich selber nicht betroffen. Ja. So, jetzt bist du 1,5 Jahre raus. Wie kam es bei dir zu der Entscheidung? Wir haben es gerade von Sascha gehört, der von den Nazis weggegangen ist. Wieso bist du von den Satanisten weggegangen? Ja, weil ich konnte einfach nicht mehr. Das waren zu viele Sachen, die ich gesehen habe, die ich erlebt habe, die ich selber mitmachen musste. Und ich habe teilweise im Bett gelegen und ich wollte nicht mehr aufstehen. Und weil ich einfach so eine Angst hatte, dass wenn ich jetzt wieder rausgehe, dass ich wieder mit den Leuten konfrontiert werde und dann wieder diese schlimmen Sachen mitmachen musste. Das heißt, es ist aus deiner eigenen Entscheidung heraus erwachsen. Da ist niemand anders gekommen, der dich da rausgeholt hat oder beeinflusst hat. Nee, ich habe mit noch niemandem darüber geredet bis jetzt. Also ja. Das erste Mal, ich war noch tierisch aufgeregt. Und bist du dann einfach so von heute auf morgen nicht mehr dorthin gegangen oder hast du denen gesagt, so Leute, ich bin jetzt weg, ich komme hier nie wieder hin? Nee, ich hatte mit dem Prediger geredet und hatte dem gesagt, dass ich das alles nicht mehr aushalte und dass ich immer doch schon davon träume und so und dass das einfach tierisch auf meine Psyche schlägt. Mhm. Ich halte das nicht mehr aus und kann nicht mehr und ihm halt auch gesagt, dass ich gerne aufhören möchte damit und austreten möchte. Und hat er versucht, dich zu halten? Ja, der hat gleich gesagt, dass wenn ich austrete, dass ich ja wüsste, was mir blühen würde und dass das nicht so einfach gehen würde. Ich hätte damals gesagt, dass ich das mache. Und das Gelübde? Ja, und das wird nicht einfach rückgängig gemacht werden können. Aber dennoch, ich ihm halt nicht so gehen lassen wollen. Ja, aber dennoch bist du dann nicht mehr dorthin gegangen? Ja, doch, ich bin dann die ersten Male schon noch hingegangen und irgendwann hatte ich nochmal eine Diskussion mit dem Prediger und dann hat er gesagt, wenn du gehen willst, dann geh, aber wir werden dich nicht in Ruhe lassen, wir werden dich wiederkriegen. Und seitdem sperre ich mich eigentlich immer weiter ein. Also ich hatte früher noch Termine, irgendwo, die ich wahrgenommen habe, und das schaffe ich heute nicht mehr. Und du bist 19 Jahre alt. Mit 19 macht man ja in der Regel irgendwas. Man geht zur Schule oder man macht eine Lehre oder so. Was machst du? Du machst gar nichts. Lebst du alleine? Ja, momentan schon. Und von was lebst du? Im Moment unterstützt mich meine Mutter finanziell noch. Und weiß die, was da vorgefallen ist? So grob zumindest? Nein. Gar nichts? Also du hast gerade schon gesagt, hast du wirklich mit noch niemandem darüber gesprochen? Nein. Ja. Das stelle ich mir sehr, sehr schlimm vor. Wie hältst du das aus, dass mit dieser Angst, mit dieser Vergangenheit, mit all den Eindrücken, die du gehabt hast, nur mit dir alleine auszukommen? Ja, ich weiß nicht. Ich habe schon ziemlich viel irgendwie versucht mit Drogen und Alkohol und so ein Kram. Das ist auch nicht gewesen. Und weiß nicht, ich habe mich dann irgendwann entschlossen, einfach mich zurückzuziehen, immer keinem mehr in Kontakt zu treten, dann kann auch nichts passieren. Das heißt, du lebst quasi den ganzen Tag alleine in deinem Zimmer? Überhaupt nicht, also tagsüber schlafe ich und weil da denke ich, da kann nichts passieren, das ist hell und nachts bin ich auf Alarmbereitschaft. Da sind bei mir alle Signale auf Rot. Und du hast auch keine Freundin, keinen vertrauten Menschen? Habe ich schon, aber ich traue mich da überhaupt nicht drüber zu reden, weil die auch gesagt haben, wenn ich jemand irgendwas darüber sagen würde oder so, dass dann sehr schlimme Folgen kommen würden. Also Mandy, ich finde gut, dass du den Mut gefunden hast, hier anzurufen. Das ist genau die richtige Entscheidung gewesen, weil die Leute wollen dich natürlich psychisch fertig machen und das ist eine seelische Folter. Insofern ist das sehr mutig, dass du angerufen hast und wir werden jetzt im Hintergrund, das heißt, wir rufen dich jetzt gleich nochmal an, in Ruhe mit dir besprechen, wie wir dir helfen können, was du tun solltest. Denn du musst da raus aus dieser Isolation, das ist ganz klar. Nochmal gut, dass du angerufen hast und Respekt für deinen Mut. Das ist, finde ich, sehr, sehr richtig, was du getan hast. Ja? Dankeschön.
Liebe Mandy, jetzt machen wir Folgendes. Du legst auf und wirst von meiner Psychologin, der Anja, zurückgerufen. Und alles, was man dann, was zu tun ist, das reden wir nicht in der Öffentlichkeit, das soll ja unter uns quasi bleiben. Das könnt ihr beiden dann besprechen, okay? Okay. Könnte ich vielleicht noch ein Autogramm bekommen? Klar. Das kannst du dann die Adresse auch der Anja gleich sagen. Okay, danke schön. Alles Liebe, alles Gute. Danke. Tschüss. So, Freunde, an dieser Stelle ein Hinweis auf morgen. Morgen haben wir ja Donnerstag und Donnerstag ist immer unsere feste Themennacht neben Dienstags. Und morgen heißt unser Thema Sterbehilfe. Das ist ein sehr schwieriges und ein sehr komplexes Thema. Ich möchte gerne mit euch über eure Meinung über die Sterbehilfe sprechen, die zu diskutieren in Deutschland aufgrund unserer Vergangenheit sehr schwierig ist. Es gibt ja verschiedene Formen der Sterbehilfe, die indirekte Sterbehilfe, die passive Sterbehilfe, die aktive Sterbehilfe. Wer würde von euch unter Umständen eine aktive Sterbehilfe beispielsweise in Anspruch nehmen wollen? Wer von euch hat sogar schon mit dem Gedanken gespielt, vielleicht der eine oder andere, der sehr krank ist, eine aktive Sterbehilfe im Ausland in Anspruch zu nehmen? In der Schweiz kann man das machen, in Holland kann man das machen. Ich würde gerne mit euch über das Pro und Contra von Sterben und von Sterbehilfe sprechen und würde auch gerne eure persönliche Einschätzung hören, wie ihr für euer Leben, für den Fall, dass ihr vielleicht sehr, sehr schwer krank seid, dass ihr irreparable Schäden habt, vielleicht hoffnungslos wirklich da niederliegt, wie ihr möchtet, dass andere Menschen mit euch dann einmal umgehen. Das ist unser Thema morgen, Sterbehilfe. Wenn ihr euch schon melden wollt per Mail, dann könnt ihr das gerne machen unter domian@wdr.de. Morgen ab 0 Uhr sind wir erreichbar, wie immer, da könnt ihr schon anrufen und natürlich dann auch während der Sendung um 1 Uhr hier im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Sterbehilfe, das ist unser Thema morgen. Jetzt bin ich verbunden mit der Justina. Justina, stimmt das? Ja, genau. Hallo Justina. Hallo. 18 Jahre. Ja. Heute haben wir ganz viel 18- und 19-Jährige. Das ist ja auch schön. Justina, um was geht's bei dir? Es geht um die Beziehung mit meinem Freund. Also ich bin seit 2 Jahren jetzt mit ihm zusammen. Ja. 2 Jahre. Seit einem Jahr wohnen wir schon zusammen in einer Wohnung. Oh. Eine gemeinsame Wohnung, ja. Und letztes Jahr im Oktober habe ich erfahren, dass ich schwanger von ihm bin. Mhm. Habe ein Kind von ihm bekommen. Ja. Und die ersten Monate, als wir in die Wohnung gezogen sind, war eigentlich alles in Ordnung. Ja. Dann auf einmal wieder so Kleinigkeiten kamen, wo ich wirklich eifersüchtig geworden bin. Weil er immer wieder so Kleinigkeiten wie Handynummer im Telefon hatte. Mhm. Abends mal weg gewesen ist und darf ich dich zwischendurch eben fragen, du bist 18 Jahre alt, ist dein Freund auch in deinem Alter? Er ist 22. Ja. Mhm. Und ich habe ihn dann angefangen, immer wieder drauf zu sprechen, mit ihm darüber zu reden. Mhm. Und er hat halt angefangen, immer wütend zu werden, wenn ich darüber geredet habe. Ja. Hat angefangen, mich zu schlagen. Aha. Wie hat er dich geschlagen? Am Anfang war es nur, dass er mir Ohrfeigen gegeben hat, mich mal gestummt hat und mit der Zeit wurde es immer brutaler. Er hat mich angespuckert, Sachen mir hinterhergeschmissen, hat mich mit der Faust geschlagen, richtig brutal getreten, alles Mögliche. So, dass du auch schon verletzt warst? Blaue Flecken, ja. Ja. Also mit dem Gürtel geschlagen, er hat auch immer wieder meine Sachen halt durcheinander geschmissen oder Sachen von mir kaputt gemacht. Mhm. Während, wir wollen hinzusagen, dass zudem ist ein kleines Kind da im Haushalt, ne? Ja, also das ist jetzt mittlerweile 6 Monate alt. Ja. Der Punkt war eigentlich, als ich 8 Monate schwanger war, wir haben einen Internetanschluss bekommen und er hat angefangen zu chatten und ich habe das rausbekommen, dass er sich angemeldet hat mit einer Anzeige, er sei Single, er sucht eine Partnerin und so weiter und da hat es bei mir angefangen, dass ich richtig brutal eifersüchtig geworden bin. Und ihn immer wieder drauf angesprochen habe und er hat gesagt, ja, das habe ich mir selber zuzuführen und so. Mhm. Wie oft kommen denn diese gewalttätigen Dinge vor, die du gerade beschrieben hast? Immer, wenn wir uns streiten, wenn ich ihn darauf anspreche. Wenn ich ihn darauf anspreche, ob er was getan hat und wieso er es getan hat. Ja, sag mal zum Beispiel so das letzte Vierteljahr, oder wie oft hat er dich so heftig geschlagen? Ja. Er hat mich auch während der Schwangerschaft geschlagen, das ist eben das, was ich sehr schlimm fand. Mhm. Nee, ich meinte gerade, wie oft er dich zum Beispiel im letzten halben Jahr geschlagen hat. Ach, wie oft? Wir streiten uns im Monat mehrfach, also bestimmt schon 20 Mal. Mhm. Klingt ja wirklich so, Justina, als sei da die Beziehung völlig kaputt.
ist die, durch die Eifersucht. Durch die Eifersucht, durch deine Eifersucht. Ja, weil ich sehr eifersüchtig eben bin, weil eben diese Sachen kommen. Er hat, bevor das Kind da war, ist er öfters weggegangen, hat mich allein zu Hause sitzen lassen, bei sich. Damals, wir wohnten ja noch nicht zusammen. Ich wollte gerade fragen, hat er dir denn am Anfang, war das nur hysterisch von dir oder hat er dir auch einen Anlass gegeben? Er hat mir einen Anlass gegeben. Er war eben abends, hat er zu mir gesagt, er geht nur zu seinen Eltern. Ja. Und dann ist er mit seinem Kumpel in der Disco und kam mit 1000 Telefonnummern im Handy drin an. Und hat mir immer wieder diese Anlässe gegeben und ich habe aber nie was dazu gesagt. Ich habe irgendwie immer meine Klappe gehalten. Nur seit ich schwanger geworden bin und seit wir in dieser Wohnung eingezogen sind, habe ich gedacht, jetzt kann ich nicht mehr. Jetzt muss ich meinen Mund aufmachen, muss was dagegen sagen. Und dann ist es eskaliert. Und dann ist es eskaliert, ja. Und er hat dich sogar geschlagen, das hast du gerade so gesagt, während du schwanger warst. Ja, und das Problem ist, ich konnte ja mit niemandem reden. Ich habe durch ihn meine kompletten Freunde verloren, ich habe meine Eltern verloren, ich habe niemanden. Ich bin praktisch allein und wenn ich jemanden hätte, dann wird mir das vielleicht auch leichter fallen, dann wäre ich vielleicht schon längst weg. Warum hast du denn Eltern verloren? Ich hatte Streit, ich hatte eigentlich einen guten Kontakt zu meinen Eltern, bis er angefangen hat, meine Eltern sollten sich mehr um mich kümmern, sie sollten Geld bezahlen, hat meine Eltern damit konfrontiert. Sie sollten Geld für mich bezahlen, weil ich ja nicht arbeiten gehe und meine Eltern haben gesagt, das stimmt doch gar nicht, sie würden sich um mich kümmern, dann gab es so viel Stress und hat meine Eltern beschimpft, angeschrien. Meine Eltern haben dann zu ihm gesagt, sie würden mich behalten. Ich soll bei meinen Eltern bleiben, sie nehmen das Kind zu sich und mich. Und er hat gedacht, dass sie mich irgendwie entführen wollen, sozusagen. Was aber Unsinn war, oder? Und er hatte völlig Angst, dass er hat gesagt, ich soll mich nicht mehr mit meiner Mutter treffen. Ja. Ich soll keinen Kontakt mehr, ich soll das Kind meiner Mutter bloß nicht zeigen, weil Angst hat, dass sie mir das Kind wegnimmt. Das sind ja sehr schlimme Zustände, die du ja schilderst. Ja. Das heißt, wie lange hast du jetzt keinen Kontakt mehr zu deinen Eltern? Seit einem halben Jahr. Tut dir das weh? Na, es tut mir schon weh. Also ich habe zwar ab und zu mal mit meiner Mutter telefoniert, aber es gibt immer wieder Stress. Und du hast eigentlich definitiv Angst, mit deinen Eltern Kontakt zu haben? Du hast Angst, ein bisschen. Angst vor ihm, dass er dann den neuen Tats da veranstaltet? Ja. Wie war dein Verhältnis früher zu deinen Eltern? Sehr gut. Also, sehr gut sogar. Ja, sehr gut. Wir sind sogar zusammen zu meinen Eltern, haben bei ihnen jeden Tag gegessen. Und das heißt, es ist für deine Eltern ja auch eine ganz schlimme Situation. Da ist die Tochter und da gibt es ein Enkelkind und die dürfen keinen Kontakt. Ja, genau. Die wissen ja auch, was passiert. Die wissen ja auch, dass er dann so eben gewalttätig ist, weil sie das ja mitbekommen haben und wollen ja auch nicht, dass ich mit ihm zusammen bin. Und deswegen gibt es da auch Stress. Und hat er dir auch verboten, Kontakt zu Freundinnen zu haben? Ja. Er hat mir verboten, Kontakt zu meinen Freundinnen zu haben, weil er gesagt hat, die sind einfach schlecht für mich. Ja, also er hat dich komplett isoliert. Ja, und dadurch habe ich auch gar keinen Kontakt mehr zu meinen Freundinnen. Ich bin ja auch, wie gesagt, ich war in der Schule gewesen, zu dem Zeitpunkt, bis ich schwanger geworden bin, hatte aber sehr viele Probleme in der Schwangerschaft, sehr viel gebrochen im Krankenhaus gewesen, habe die Schule abgebrochen, habe Kontakt zu meinen Freunden abgebrochen. Die haben auch ganz andere Interessen dann auf einmal auch gehabt als ich und ich habe mich irgendwann in die Wohnung eingesperrt und hatte gar keinen Kontakt mehr zu niemandem. Also im Klartext, im Moment ist das immer noch so, du bist im Prinzip alleine mit deinem Kind und hast diesen gewalttätigen Mann am Hals. Ja, genau. Wo ist er im Moment, heute Abend? Er schläft im Moment. Wir sind in einer Wohnung. Wir haben uns heute gestritten. Hast du die Angst, dass er das hören könnte? Das Telefon eigentlich hat? Nicht. Aber wir haben uns heute ja wieder mal gestritten. Ich bin in sein Auto gegangen, weil wir streiten uns schon seit 2 Wochen, weil ich wieder so einen komischen Verdacht habe, dass irgendwas nicht stimmt. Ich bin heute Abend in sein Auto gegangen und habe mal so nachgeguckt und dann habe ich halt Kondome gefunden. Die sind definitiv nicht von uns, weil ich mit der Pille verhüte. Ich habe im Moment auch eine schwere Operation gehabt und habe auch keinen richtig, also wir haben nicht mehr so richtig Sex. Und ich habe das Gefühl, dass eben dadurch, dass er mir auch fremd gehen. Was hast du für eine Operation gehabt? Mein Eierstock wurde entfernt. Ah ja. Justina, was du mir erzählst, da gibt es eigentlich im Prinzip nur eine Antwort: raus da. Ja, das würde ich ja gerne, nur ich weiß nicht wohin. Ich habe ein kleines Kind, ich habe keine Arbeit, ich habe kein Geld, ich habe keinen Ort, wo ich hingehen kann, weder Freunde noch Eltern. Es ist so. Ja, du hast deine Eltern ja. Und wenn das Verhältnis aufgelöst würde zwischen dir und deinem Partner, wären die Eltern sicherlich für dich da. Das Problem ist meine Mutter wahrscheinlich ja, aber nicht der Stiefvater. Der Stiefvater nicht. Okay, aber dennoch, ich möchte noch mal fragen, um ganz sicher zu gehen. Es gibt überhaupt kein Glück mehr zwischen euch. Durch den ganzen Streit nicht mehr so. Er sagt ja auch dauernd, er will sich von mir trennen und es bringt auch nichts mehr. Und Liebst du ihn denn noch? Ein klein wenig, weil ab und also wenn es gut lief, dann lief es wirklich gut. Dann war wirklich alles glücklich. Also, aber das ist lange her, ne?
ja. Also war immer wie auch immer, Justina, egal, was da vielleicht noch an Restgefühlen sind, das, was du mir gerade beschrieben hast, schreit geradezu danach, dass diese beiden Menschen auseinander müssen. Vielleicht haben sie irgendwann eine Chance, sich in irgendeiner Weise zusammenzuraufen des Kindes wegen. Aber erstmal muss es auseinander. Jetzt sagst du natürlich, du hast Angst, du weißt nicht wohin und du stehst ganz alleine. Für solche Situationen gibt es natürlich Hilfe und für solche Frauen gibt es Hilfe. Da bist du nicht die Einzige, der es so ergeht. Da gab es schon sehr viele Frauen, die genau so etwas hinter sich haben. Es gibt Frauenhäuser, es gibt Frauenhilfsprojekte, eben auch mit Kindern. Und da würde ich dir gerne von unserer Seite aus jetzt sehr handfeste Informationen und Kontaktadressen, Telefonnummern und so weiter an die Hand geben, wo du mit deinem Kind quasi hinfliehen kannst, wo du auch geschützt bist vor diesem Mann erstmal. Da kommt kein Mann rein. Ja. Ich würde dir das wirklich dringend raten, weil das, was du beschreibst, klingt für mich wie die Hölle. Ja, das ist es auch. Das ist ein unerträglicher Zustand. Und natürlich, das Kind, naja, gut, das Kind ist noch sehr klein. Ja. Dennoch bekommt das Kind auch diese Spannungen zwischen den beiden Eltern mit. Und hat eben auch eine schlimme Auswirkung dann unter Umständen auf das Kind. Ja, ich will auch nur das Beste für den Kleinen. Ich habe halt Angst, dass wenn der Kleine größer ist, dann, dass er vielleicht auch zu dem Kind mal... Eben, in ja, die Hand greift, natürlich, ja, ja. Ja, wie ist er denn jetzt zu dem Kind? Ist er denn zu dem Kind jetzt nett oder auch, ist ihm das egal? Das weiß ich eben nicht so richtig, weil das Kind war eine Zeit lang nicht bei mir, es war bei seiner Mutter gewesen, weil ich eben sehr viele Probleme hatte. Ich konnte das Kind auch eine Zeit lang nicht annehmen, weil ich eben total am Ende war, wegen diesen ganzen Streitereien, diesen Geschichten. Mhm. Und er hat halt immer zu mir gesagt, er will, dass das Kind jetzt zu uns kommt, nach Hause kommt, er vermisst das Kind. Und jetzt ist das Kind seit ungefähr einem Monat bei uns und ich kümmere mich und ich tue wirklich alles. Und jetzt kümmert er sich wirklich nicht so richtig um das Kind. Irgendwie scheint es ihm egal. Also ich sage zu ihm, kümmere dich doch mal bitte eine halbe Stunde um den Kleinen. Ich bräuchte auch ein bisschen Zeit für mich. Und er sagt, nee, das geht jetzt gar nicht. Er hat was anderes zu tun. Justina, wir machen Folgendes. Du legst bitte auf und das heißt meine Psychologin, die Anja, ruft dich zurück. Ja. Und dann wirst du von uns versorgt mit den entsprechenden Nummern und die Anja wird auch noch eingehend mit dir sprechen. Mein Rat, ich fasse das nochmal zusammen, ist Trennung und so schnell wie möglich daraus. Wie das funktioniert, werden wir dir jetzt gleich erklären. Okay. Ja, alles Dank. Gute wünsche ich dir von Herzen. Dankeschön. Auf Wiederhören. Wiederhören. Und weiter geht es mit der Mayana. Mayana, stimmt das? Ja, das stimmt. Das stimmt, Mayana. 29 Jahre, guten Morgen. Genau. Ich möchte ganz kurz mal was zu Justina sagen. Ja. Und zwar kann ich ihr nur raten, also ich pflichte dir vollkommen bei, dass sie sich unbedingt trennen muss. Weil ich Ähnliches erlebt habe und das auf keinen grünen Zweig kommt, was sie da macht mit sich und dem Kind. Also nochmal, du machst ja auch Mut auf jeden Fall, da jetzt die Initiative zu ergreifen. Und du hattest vollkommen recht, von wegen, es gibt Institutionen, wo man Zuflucht finden kann und in denen habe ich vor einiger Zeit auch Zuflucht gefunden und das wird ihr auf jeden Fall helfen. Ja, gut, dass du es auch nochmal sagst. Das hat natürlich noch ein anderes Gewicht, wenn eine betroffene Person so das auch nochmal unterstreicht. Deswegen vielen Dank, dass du es gesagt hast. Ja, okay. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, also ich hatte vor circa 3 Wochen Sex mit einer Frau. Aha, zum ersten Mal, oder? Ja, zum ersten Mal. Ja. Bist du denn in einer Beziehung im Moment? Nein, Moment nicht. Also ich habe mich vor ungefähr 3 Monaten von meinem Freund getrennt. Ich habe auch ein Kind und das lief alles nicht so, wie es laufen sollte. Und also am Freitag letzter Woche habe ich mich mit meinem Ex-Freund wieder getroffen. Und irgendwie hat er davon Wind bekommen, dass ich mit dieser Frau geschlafen habe. Wie hat er davon Wind bekommen? Ja, ich gehe schwer davon aus, dass eine Freundin oder eine Bekannte ihm das gesagt hat. Also ich war zusammen mit ein paar Mädels in einer Location, die wohl eher von Frauen besucht wird. Ja. Und ich glaube, irgendwer hat ihm das halt erzählt. Ja. So, jetzt kann man ja sagen, das ist dein Ex, das geht dem einen feuchten Kehricht an, mit wem du deine Nächte verbringst. Ja, eigentlich schon, ja. Das würde ich auch so sehen, aber es kam dann schon zum Eklat. Warum?
Ja, also ich habe mich dann mit ihm getroffen aufgrund einer E-Mail, die er mir geschickt hat, in der er mir beteuerte, dass er mich zurückhaben will und dass er nicht ohne mich leben könnte. Er ist aber nicht der Vater deines Kindes? Nein, er ist nicht der Vater meines Kindes. Gut, ja, aufgrund der Mail hast du dich dann mit ihm getroffen? Genau, ja. Ja. Und dann waren wir auch erstmal kurz was trinken und es war alles relativ locker erstmal. Aber dann irgendwann fing er damit an, dass er ja wüsste, was geschehen wäre. Mhm. Und ich wusste erstmal gar nicht, was er meint. Mhm. Und irgendwann kam er dann damit heraus, dass er wüsste, dass ich mit einer Frau was gehabt hätte. Mhm. Und ist dann auf mich losgegangen. Wie auf dich losgegangen? Ja, er hat mich halt geschlagen. Hat dich geschlagen? Ja, er hat mich geschlagen. Ihr wart dort in einem Café oder wo wart ihr? Wir waren dann schon wieder draußen. Auf der Straße? Sind dann in der Altstadt rumgelaufen und dann ist er auf mich los. Ihr seid getrennt, ich halte es nochmal fest, ihr seid getrennt voneinander, er ist dein Ex, er will nochmal was von dir, er hat rausgekriegt, dass du mit einer Frau geschlafen hast und schlägt dich deshalb. Ja. Auf offener Straße. Mein linker Arm ist total blau, also ich kann das selbst noch nicht verstehen, wenn ich morgen vorm Spiegel stehe, denke ich, kann nicht sein, dass das so, da sieht man wirklich richtig einen Handabdruck. Wie ging das denn auch? Das fand auf der Straße statt? Das fand auf der Straße statt. Und bist du dann weggelaufen oder hast du geschrien? Was hast du gemacht? Nein, also ich war total schockiert, weil ich das von ihm auch nicht gekannt habe. Der hatte dich noch nie geschlagen? Nein, noch nie. Mhm. Und dann kam so eine Frau dazwischen und ich war völlig aufgelöst. Also ist dann auch so ein Stück weiter weggegangen und ich war völlig aufgelöst. Und diese Frau sagte dann zu mir, vergiss das. Also wenn man geschlagen wird, dann wenn man einmal geschlagen wird, dann schlägt derjenige immer. Mhm. Und ich habe dann den dummen Fehler gemacht, weil ich so schockiert war über diese Situation und weil ich diesen Menschen auch liebe, immer noch liebe, dass ich ihn dann... ich habe ihn dann nochmal angerufen und gesagt, dass er mich bitte nach Hause fahren soll. Wie, du hast ihn angerufen? Wo war er denn dann? Er war dann schon ein Stück weiter weg. Und dann hast du ihn nochmal angerufen, fahr mich bitte nach Hause? Genau. Ja, du bist ja auch drauf. Ja, ich weiß. Das ist aber heftig, da hättest du den Taxi nehmen sollen und den Typ wirklich in den Wind schießen sollen. Jetzt sag mir mal, warum ihr euch, wer hat sich denn von wem getrennt? Ich habe mich von ihm getrennt. Warum? Ich habe mich getrennt von ihm, weil er... Wir waren 5 Jahre lang zusammen. 5 Jahre? Ja, 5 Jahre. Und es war so, dass er es nie auf die Reihe, er hat halt immer nur geredet, ja, wir ziehen zusammen, wir sind eine Familie. Ich habe ja eine Tochter, die ist fast 8. Mhm. Und er hat halt immer gesagt, wir ziehen zusammen, wir bauen eine Familie auf. Und er hat halt nie das zustande gebracht. Also du warst letztendlich enttäuscht? Ja. Von ihm. Hast dich deshalb getrennt, um es genau. mal vielleicht... Also irgendwann habe ich dann gedacht, dass so geht's nicht weiter. Mhm. Ich will das nicht. Ich werde jetzt 30 nächstes Jahr. Mhm. Und ich möchte endlich mal auch was Bodenständiges haben. So, was hat jetzt dieses Vorkommnis mit dir und deinen Gefühlen, mit den Restgefühlen, die du offensichtlich noch hast für den Mann, was hat das mit diesen Gefühlen angestellt? Also ich bin hin und her gerissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat er sich denn danach bei dir nochmal gemeldet? Oder während der Autofahrt hat er sich entschuldigt? Hat er irgendwas gesagt? Nein. Während der Autofahrt ist er ja nochmal extrem ausgerastet. Nochmal geschlagen? Ja. Also er hat den Wagen angehalten und ist dann, ich habe mich nach hinten gesetzt. Und er ist dann nochmal nach hinten gesprungen. Mhm. Also wirklich, er hat den Wagen angehalten, ist dann nochmal nach hinten geklettert. Und hat mir dann so am Kopf gezerrt und... Unfassbar. Und ich war halt total schockiert. Hat er sich nach diesem Vorkommnis bei dir gemeldet? Ja. Was hat er gesagt? Ja, also nicht persönlich, er hat mir eine E-Mail geschickt. Mhm. Und in der hat er halt geschrieben, dass er noch immer total schockiert ist über den Freitag, was dort geschehen ist und er das gar nicht wirklich verstehen kann, wie das überhaupt zustande kommt. Er ist schockiert über sich selbst, oder was? Ja. Mhm. Und überhaupt über die Situation. Was heißt überhaupt die Situation? Dass du das gemacht hast, oder was? Nein, ich weiß es nicht, was er damit meint. Also er hat das so ausgedrückt in der E-Mail und ich habe ihm darauf auch nicht geantwortet. Also das finde ich auch die richtige Verhaltensweise. Ich würde da jetzt auch erstmal überhaupt, was heißt erstmal, ich würde da überhaupt nicht reagieren drauf.
Ja. Ja, du, er kann schon froh sein, wenn du ihn nicht anzeigst, wegen Körperverletzung. Ja. Das ist so unter aller Bewertung, was da vorgefallen ist, dass ich finde, dass das vielleicht das endgültige Aus jetzt besiegeln sollte zwischen dir und diesem Mann. Ja, das Problem ist halt einfach, dass ich ihn immer noch liebe. Ja, aber macht denn sowas die Liebe nicht kaputt? Doch schon. Marianne, jetzt muss ich Schluss machen. Wir rufen dich gleich nochmal an, okay?